Hi ho, meine Freunde, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Unity und wir sind auch schon vor Sequenz 4 und der ersten Erinnerung. Das Königreich der Bettler, irgendwo im Chore der Mirakel, gibt es einen Agenten der Templer, der weiß, wo sich Leroy der Thünen, was auch immer befindet, findet diesen Agenten und diese Mission werden wir jetzt mal machen. Bin gespannt auf jeden Fall. Hab keine Ahnung, was mich erwartet. Und ja. La Cour des Miracles. 19. Januar 1791. Okay. Dann müssen wir mal den Cour des Miracles untersuchen. Und das machen wir am besten durch den Adler-Dings, das Adlerauge. Begeben wir uns einfach mal an einen höheren Ort, wo wir dann noch mehr Menschen im Überblick haben. Okay. Suchen wir am besten einfach mal jede Ecke hier ab. Scannen das komplette Revier. Was sind das für Gesprächsfetzen, die wir hier mitkriegen? Aha, wen haben wir denn da? Aha, aha, aha. Jetzt haben wir den da unten entdeckt. Super, und jetzt? Den retten oder was? Da bist du ja. Roi des Thunes, Adjutant. La Touche. Oh. Guck weg. Kinder, guck weg. Oh, das würde ich lassen. Seht. Hübsch, nicht wahr? Das gute Volk von Paris spendet mehr Geld an Verkrüppelte, denn an ganze Bettler. Leroy de Thunes sieht in diesem Sachverhalt eine Möglichkeit, seine weniger erfolgreichen Angestellten zu motivieren. Dieser Mann verlor einen Fuß. Nun könnt ihr bloß stürmen, für einen Aufruhr sorgen und all die Ratten zurück in ihre Löcher scheuchen. Oder ihr taucht in der Menge unter und folgt den Ratten zu ihrem König. Egal wie, den Fuß kriegt er nicht zurück. Erledigt. Bringt ihn in die Klinik und lasst die Wunde ausbrennen, dann schickt ihn zurück auf die Straße. Komm schon, hoch mit dir. Ich verstehe euren Rat. Tatsächlich? Wer seid ihr eigentlich? Warum helft ihr mir? Hohoho, ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit, Arnold. Ich erachte es als meine ureigene Pflicht, all jenen zu helfen, die mit mir gemeinsam das grausame Schicksal in der Bastille teilten. Und es liegt in meinem Interesse, den König der Ratten in der Falle zu wissen. Und zu mir selbst. Ich trage den ehrenhaften Namen Donatien Alphonse François. Marquis de Sade. Grüß Gott. Besucht mich doch, wenn ihr genug davon habt, geschmeißt zu jagen. Oh, das ist aber mal eine hübsche Spur. Viel Glück! So, so. Komischer Typ. Okay, wir müssen ihn verfolgen, indem wir der Blutspur hier folgen. Wir müssen dabei zwei Kills mit der Phantomklinge machen. Oder können dabei zwei. Seine
Okay. Zurück mit dir. Monsieur Latour, sorgt ihr immer noch für die ärztliche Versorgung der Entrechteten? Und zwar eher als ihr denkt, glaubt mir. Überraschung. Oh, kein guter Weg. Oh, keine gute Idee. Keine gute Idee, keine gute Idee. Die Phantomklinge, wo haben wir die denn? Gehen wir nachher was trinken? Kenne ich dich? Ups. Kurzer Prozess. Müssen hier aber aufpassen, dass wir nicht irgendwie dummerweise auffliegen, weil das ist schon ziemlich verwinkelt hier. Machst du Witze? Ich dachte, er hätte wenigstens was abgegriffen oder so. Nein, er hat eine 1 im Buch falsch gesetzt. Gut. Also im Einschritt. Ich denke, wir können hier den umgehen. So, wo willst denn du hin, Junge? Bringt ihn hinein, schnell! Irgendetwas stimmt hier nicht. Er ist tot hier. Dann werft ihn in die Gosse und schwingt eure Ärsche rein! Ganz tolle Umgang, den die Leute hier haben. Aber sie nehmen uns aus wie Gänse. Hoffentlich habe ich genug. Was wir diese Woche verlangen. Jetzt müssen wir ihn noch finden. Besser das als die Anpassungen des Königs. Gehen wir mal hier lang. Und dann hier nach oben. Eine Wache. Verdammter Verräter! Ups. Ja, ja, komm du nur hoch. Oh, das hat wahrscheinlich ein bisschen wehgetan. Okay, wir haben irgendwas gefunden. Da ist er doch. Und wie kommen wir da rein? Hey, du böser Typ. Komm zurück und kämpfe! Hörst mir! Geduld! Warte! Okay, jetzt habe ich irgendwie den ganzen Ort hier auf mich gehetzt. Das passiert anscheinend. Diese Klemme kannst du nicht klettern! Autsch. Autsch. Dann erledigen wir halt hier alle. Ist ja auch egal. Verwarnungen durch Feuer, bei dem seine Familie starb. Ein Feuer, schwer das zu bewerkstelligen, ohne die Stadt in Asche zu legen. Benutzt ein paar Tropfen starker Säure. Laien erkennen den Unterschied nicht. Er ist genau über uns, glaube ich.
Ja. Müssen wir ihn eigentlich töten oder nur irgendwie zur Rede stellen? Naja, gehen wir mal zu ihm ins Zimmer. Liefert mir den Rohr der Türen und ich schenke euch das Leben. Die Katakomben! Er ist in den Katakomben unter der alten Kirche. Latouche, ich habe euch mehrere Kratzen getraut. Was wird nur euer Meister sagen? Oh Gott, hilf mir! Okay. Was wird da drin? Was wird jetzt mit ihm passieren? Ich will es, glaube ich, gar nicht wissen und deshalb machen wir uns jetzt einfach aus dem Staub. Geht mich ja auch nichts an, was mit ihm passiert. Der wird jetzt schön leiden und sterben und keine Ahnung. Sitzt dir die Hose etwa zu eng? Während wir uns verbissen. So, wo fallen wir nächsten auf? Anonym werden, okay. So, hätten wir auch geschafft. Und nun geht's auch schon weiter. Die nächste Mission ist ja auch schon gerade wieder 100 Meter entfernt. Hauen wir die auch noch direkt hinterher. Und ja. Ich finde das Klettersystem einfach geil. Die Bewegungen sind so, gehen so locker flockig von der Hand. Zwar springt er manchmal einfach dahin, wo man nicht will, aber das war ja schon bei jedem Assassin's Creed so. Es geht halt nicht anders. Wahrscheinlich. Wow. Das meine ich, das ist einfach so ziemlich dynamisch und macht einfach Spaß. Zwar komme ich noch nicht so ganz klar mit dem Hoch- und Runterklettern. Also, dass man das mit X und Kreis nochmal extra irgendwie bestätigen muss, dass er eben nach oben oder nach unten klettert. Aber ansonsten geht das eigentlich relativ gut von der Hand. Und die nächste Mission ist da oben. Okay, oh, wieder ein Riss wahrscheinlich. Nein. So, Le Roi est mort. Keine Ahnung, was es heißt, aber wir spielen die Mission einfach mal. Wer weiß, was wir erleben. Wahrscheinlich geht es jetzt in die Kanalisation bzw. in die Katakomben. Verpisst euch, Saubande! Le Roi de Thun eliminieren, okay. Die nächste Mission, bei der wir jemanden exekutieren müssen. Einen Schritt weiter. Das bereut ihr. Okay, hier gibt es ziemlich viele Gelegenheiten, etwas zu machen. Was meinst du, warum es so heiß ist? Nicht reden! Die Entlüftung der Katakomben. Aber ich habe keine Ahnung, welche wir jetzt als erstes mal wählen würden. Das ist schlecht. Ja, man könnte es gelinde gesagt. Schornstein sabotieren. Ist ja gut. Nicht jeder von uns hat bei den Montgolfiers studiert, bevor der Alkohol uns ruiniert hat. Einmal. Ich habe das nur einmal gesagt. Wie ihr meint, Herr Professor. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das war zumindest informativ. Den anderen auch noch, schnell! Ich glaube, es hat gar niemand bemerkt. Ja, niemand bemerkt. Alles klar.
Eine Witzzeit hier. Soll ich rüberkommen und dir eine verpassen, du Spinner? Hallo, ich hab nichts gemacht. Muss das sein? Wie du willst. Oh, fuck. Ja. So geht's. Nicht. Das war ziemlich doof. Und ich denke mal, ich weiß nicht, was ich denke. Wie komme ich da am besten und am ruhigsten vor allem runter? Beziehungsweise wie kann ich die Schornsteine sabotieren, ohne dass sie jemand interessiert? Oh nee, geh hoch. Ich geb dir meine berühmte Zahnexplosion. Warum brauchen Sie das denn? Weil ohne die Entlüftung da unten alles voller Rauch wäre. Und das ist schlecht. Komm her, du Wicht, ich habe eine blutige Nachricht für dich. Gelinde gesagt, als schlecht bezeichnet. Ja, ja, jetzt beruhig dich mal, Junge. Verschwinde, du Larve. Jeder von uns jetzt beruhig dich. Ich stich dich beide ab. Ich stich dich auch ab. Alter, beruhig dich! Nein! Und wieder tot. Ich weiß nicht, warum ich mich jetzt so dumm anstelle. Ich weiß es nicht. Naja, ich beende den Part hier einfach mal und wir machen dann das Attentat in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Unity. Bis dann.